Oh, gib Gummi. Ich will nachher noch YouTube gucken. Mal sehen, ob Chainsaw Man wieder ein paar Folgen von Nightmare House oben hat. Ich finde das so geil. Jetzt hat er sich dann auch noch eine Webcam hingestellt, wo er dann im Splitscreen aufnimmt. Es ist zu geil mit anzusehen, wie die Reaktionen von ihm sind. Ich finde das lustig. Hat man doppelte Unterhaltung. Kann man nur empfehlen. Guckt's euch mal an. Was kommt denn noch? Ach ja, ich glaube, Shadow fängt heute das mit Mario an. Ja, dieses Sternensager-Ding. Wäre mal ein Blick wert. Wobei. Irgendwie geht's bei den Mario-Games immer um Pilze, Sterne oder Prinzessinnen. Dann kann das sein. Naja, gut. Bei Sunshine ging es eher um Suppentüten-Menschen. Ah, jetzt fange ich auch noch mit diesen Suppentüten an. Ah, Shadow, du hast mich infiziert. Hey. Wenn man 50 mal ne, Suppen. Was erfind ich hier schon wieder für Wörter? Ist glaube ich schon wieder bei 2MG. Tutentun, ja. Das ist doch sein Ding, nicht meins. Wie komme ich jetzt schon wieder auf sowas? Macht das eigentlich irgendwelchen Sinn, wenn man mir beim Schwätzen zuhört? Ich höre mir selber nicht zu, also von dem her kann ich es nicht beurteilen. Wahrscheinlich hockt ihr ja nur vor dem Bildschirm und denkt euch, ja, red du mal, Alter. In Wirklichkeit macht ihr euch nur über mich lustig. Darauf erst mal einen Kaffee. So, der Motor ist geölt, irgendwo kann losgehen. 23? Nee, ist zu wenig. Also noch ein Rennen mindestens auf Rang 2. Dann haben wir ausgesorgt. Dann können wir auf Kohlejagd gehen. Ja, also man sollte es wirklich nicht unterschätzen, wenn man das erste Mal spielt. Also der Schwierigkeitsgrad ist hier schon entsprechend. Vor allem, wenn man vorher die ganze Kohle verprassen tut und nicht gleich zu Anfang genügend Startkapital für ein gutes Auto hat. Was ich ja zum Glück gemacht habe und ich gehe trotzdem hier andauernd drauf. Zumindest oft genug. Aber ich habe ihn doch gekriegt. Ich habe ihn doch gekriegt. Und dich habe ich auch noch gekriegt. Und dich knöpfe ich mir jetzt auch noch mal vor. Und wenn ich dich wegknuffen muss. Oder ich blas dir ins Gesicht mit meinem großen Ventilator. Lalalala. Hui. Möp, möp. Richtig Laune macht das Game, wenn man sich Olaf freigeschalten hat. Hab ich jetzt aber auch nicht mehr nachgeguckt, wie das geht. Das könnt ihr selber rausfinden, wenn ihr schon mal spielt. Quasi so eine kleine Hausaufgabe. Spielt das Spiel! Ich hab doch gar nicht Nichtraucher bestellt. Ja, doch, Nichtraucher habe ich bestellt, ja. Ich rede schon wieder wirres Zeug. Das Wetter bekommt mir nicht. Toter Kaffee. Oder beides. So. Habe ich mich jetzt im Mittelpunkt vertan? Erster Platz, 400, zweiter Platz. Ach nee, halt mal, auf dem zweiten Platz kriegen wir ja nur 200. Der dritte waren dann 100. So rum war's, ja. Ich achte immer so selten auf die Punktezahl. Nicht gerade das Schlauste, wenn man auf Punkte aus ist. Aber so arbeite ich eben.
immer zerstreut, wie die Einzelteile meines Autos. Das wäre fast schief gegangen. Ja, also immer aufpassen, sonst hängt man schneller irgendwo, als man denkt. Das hast du verdient, Orange. Da lass ich sogar den Grauen gerne mal vor. So, jetzt bist du lange genug vorne gewesen, jetzt geh mir aus dem Weg. Man will sie ja nicht zu arg verwöhnen. Ich hätte mir vielleicht noch einen Nachbrenner aufheben sollen. Ach nee. So, und... Na, das war zu früh vom Gas. Nochmal. Jetzt und... Jetzt. Ja, in der Luft sollte man vom Gas gehen, damit man genug von der Zwischenfläche abkriegt, um nochmal Gas zu geben für den Anlauf. Weil ohne Nachbrenner ist das wirklich eine Sache von Timing. So, ich heb mir jetzt aber dann doch mal ein, zwei Nachbrenner auf. Sonst wird's wieder so aussehen wie gerade eben. Und eins und zwei. So. Die können sich dahinter die rüber einhauen, wie sie wollen. Mal. Ich bin Erster? Das kann irgendwie nicht hinhauen. Ja toll, jetzt wird mir die Zahl angezeigt, während ich da halb auf der Map hänge. Zeig mir nochmal mal. Ich bin tatsächlich Erster? Hä? Wann habe ich denn das geschafft? Ernsthaft, ich krieg nicht mal mit, wann ich Erster werde. Gerade eben habe ich noch mit dem Gedanken gespielt, Vierter zu sein. Zweiter, Dritter, sowas in dem Dreh um. So schnell kann es passieren. Wird man Erster und merkt es nicht mal. Sollte man dann wirklich aufhören, ein Spiel zu spielen, wenn man nicht mal mehr mitbekommt, dass man ganz vorne mitfährt? Nee. Yay, neues Motor. Wird uns noch gute Dienste leisten, das gute Stück. Da dürften auch die Sprünge einfacher werden, wenn ich es noch richtig weiß. Jungs. Das ist aber nicht feierlich, was ihr hier mit mir macht. Das geht doch nicht an hier. Oh, Gold, nehme ich gern. Gegen Gold habe ich nichts. Nur gegen Minen, Raketen, Bomben, zielsuchende Christbaumkugeln und oder den Weihnachtsmann, wenn er mit einer Bazooka auf mich zielt. Okay, Jungs, ihr haltet euch also für klug, hä? Naja, ihr seid wenigstens so klug, mich im 45-Grad-Winkel auf eine Rampe zuzusteuern und den Turbo reinzuhauen. Aber das war ja alles geplant von dem guten Onkel. So, da hat's schon die Orange zerfetzt. Und schon bald ist er wieder in meiner Reichweite. Komm Orange, lass uns spielen. Ich habe ja meine Punkte beisammen, ich kann es mir leisten. Ich sollte aber trotzdem diese Aktion unterlassen. Aber es macht Laune. Warum bist du jetzt vom Gas runter? Also, da macht meine Karre wieder Sachen mit mir. Schon faszinierend. Ihr wollt mich tatsächlich überrunden. Na dann überrundet mich mal. Wenn ihr könnt. Jupp, ihr könnt. Ich hab die Rennbahn endlich für mich alleine. Tut mir aber auch nicht weh. Endlich allein. Allein.
Ja, Attack Bonus ist auch was Feines. So. Oh, was mache ich jetzt? Jetzt habe ich gar nicht genug Punkte. So, hallo ihr Lieben. Ja, mein geliebtes Camtasia hat mal wieder gemeint, es müsste mich verarschen. 45 Minuten lang Störsignale und die letzten 5 Minuten wieder Ton. Ich mache das jetzt so, ich mache ab hier einen Schnitt und den Rest synchronisiere ich nach. Vielleicht kriege ich ja sogar ein paar Leute dazu, einfach mitzulabern bei der Neusynchronisation. Machen wir einfach so einen Abklatsch von einem Together daraus. Spielt zwar keiner mit, aber es quatschen viele Leute mit. Ich lasse mir auf jeden Fall was einfallen. In dem Sinne, macht euch keine Sorgen, der Rest kommt noch. Es dauert einfach nur ein bisschen länger. Weil heute habe ich wirklich keinen Bock mehr, nochmal 45 Minuten nachzusynchronisieren, nachdem ich bald über eine Stunde aufgenommen hatte. Ja, und dann zu merken, dass Camtasia mich schon wieder meinte, verarschen zu müssen. Das Schöne ist, ich weiß noch nicht mal weshalb. Naja. In dem Sinne, bis bald, Leute. Bye bye.